alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha. Waj'alhu li wajhika khalisa. Wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. Geehrte Muslime, wir haben jetzt schon mittlerweile fast die Hälfte des Monats erreicht. Die Hälfte vom Monat Ramadan ist an uns vorbeigeschlichen. Wer auch immer Gutes getan hat, so wird er es morgen bei Allah, seinem Herrn, sehen. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ. Und was auch immer ihr an Gutem tut, so werdet ihr das bei eurem Herrn Allah subhanahu wa ta'ala sehen. Und derjenige, der diese Zeit nicht genutzt hat, um sich Allah subhanahu wa ta'ala zu nähern und um sich zu bessern, um sich zu läutern, um ein besserer Muslim zu werden, ein Muslim, wie er im Buche steht, so dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn liebt. Allahu razuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk ya rabbal alamin. So soll er jetzt die nächsten 14 Tage ausnutzen. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns immer eine Chance, liebe Geschwister. Und subhanallah, der Muslim, der wirklich die Vergebung Allahs azza wa jal sucht, erwartet nicht lange. Erwartet nicht lange, diese Vergebung Allahs azza wa jal subhana zu bekommen. Aber es gibt Leute, die lassen alles schleifen und am Ende werden sie bereuen. Und gehört nicht zu diesen Leuten, liebe Geschwister. Wallahi, die Tage werden sehr schnell umgehen. Und jeder hat gelernt. Und jeder hat es gemerkt, dass er in diesem Monat mehr schaffen kann als in anderen Monaten. Subhanallah, der Koran hat einen anderen Genuss in diesem Monat. Das Gebet hat einen anderen Genuss. Das Bittgebet, das Dua hat einen anderen Genuss. Warum? Es ist der Monat Ramadan. Und die Sahaba radhiyallahu anhum waren sehr traurig, wenn dieser Monat vorübergestrichen ist. Denn in diesem Monat hat man die besten Chancen, Allahs Vergebung zu bekommen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung sagte, Tuftahu fihi abwabul Jannah. Diese Türen des Paradieses werden allesamt geöffnet. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ. Und in ihm, in diesem Monat Ramadan, werden die Türen der Hölle geschlossen. وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينِ. Und die Satane werden angekettet, gefesselt. Warum all das? Weil Allah dir vergeben wird. اللهم تُبْ عَلَيْنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Nur deswegen hat Allah Azza wa Jal uns diesen glanzvollen Monat gegeben. Das ist eine Rahma. Gehöre nicht zu denjenigen, die die Rahma Allahs einfach hinter ihren Rücken werfen und so tun, als ob Allah ihnen nichts Gutes tun wollte. Doch Allah möchte dir etwas Gutes tun. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَيَّتُوبَ عَلَيْكُمْ. Allah möchte euch vergeben. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَةَ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Aber diejenigen, die ihren Gelüsten folgen, das heißt, sie wollen euch ablenken mit Musik, mit Zina, mit Filmen, mit allem, was euch vom Gedenken Allahs wegbringt, diese Leute, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, folgen ihren Gelüsten. Sie bringen die Leute ab vom Wege Allahs. Sie wollen nicht, dass Allah dir vergibt, aber Allah möchte dir vergeben. Allah subhanahu wa ta'ala möchte dir vergeben, o Diener Allahs. Und ich möchte heute bi'idhnillah ta'ala mit meinen geehrten Geschwistern in dieser kurzen Zeit über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen. Über Atharul Ibadah fi Hayati Muslim. Die Spuren der Anbetung im Leben von einem Muslim. Es gibt Leute, sie beten und sie fasten und sie spenden und pilgern zum Hajj, aber du siehst, dass sie außer diesen äußerlichen Taten, die sie tatsächlich verrichtet haben und auch ihre Pflicht gemacht haben, nicht den Charakter von einem Muslim haben. Und auch nicht den Charakter von einem Muslim erziehen. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Warum? Weil diese Ibadah, diese Anbetung gegenüber Allah Azza wa Jal, müssen uns beeinflussen, uns bewirken. Es kann niemals sein, dass du betest und fastest und spendest und kein guter Mensch bist. Und subhanallah, wie viele Leute stehen auf dieser Liste, die wahrlich diese äußerlichen Handlungen vollziehen, jedoch Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt. Allah liebt sie nicht. Warum? Weil sie nicht das erzielen mit den äußerlichen Anbetungen,
was das Ziel ist, was die Scharia ihnen vorgesetzt hat. Höre diese Überlieferung, O Diener Allahs. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte in einer Überlieferung, als er gefragt wurde, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an akfari ma yudkhilu an-nasa al-jannah. Er wurde gefragt nach dem, was die Leute am meisten, das heißt der meiste Grund, in das Paradies hereinführt. Qala at-taqwa wa husnul khuluq. Er sagte, die Gottesfurcht und auch der gute Charakter. Diese beiden Sachen sind der häufigste Grund, warum die Leute in das Paradies hereingehen. Wasu'ila an akfari ma yudkhilu an-nasa an-nar. Und er wurde genauso gefragt, was sind die häufigsten Gründe, warum die meisten Menschen in das Höllenfeuer hereingehen. Qala al-fam wal-farj. Er sagte, die Zunge, mit der man so viel Übles machen kann. Und auch das Geschlechtsteil, wie viele Leute begehen Zina, unerlaubten Geschlechtsverkehr. Das ist der häufigste Grund, warum sie in das Höllenfeuer hereingeworfen werden. Wenn wir uns diese Überlieferung jetzt betrachten, O Diener Allahs, dann lesen wir zum einen, subhanallah, von der einen Seite hat Allah Azza wa Jalla, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns gesagt, dass Husnul Khuluq und Taqwa einen in das Paradies hereinbringen. Und das sind die häufigsten Gründe. Aber von der anderen Seite, die Zunge, die übel ist, und auch das Geschlechtsteil bringen die Menschen in das Höllenfeuer herein. Und so kamen Leute zum Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und sie sagten, inna fulanata taqumu al-layl wa tasumu an-nahar wa tasaddaq wa taf'al wa taf'al. Es gibt eine Frau, sagten sie, o Gesandter Allahs, sie betet in der Nacht. So wie ihr das Tarawih-Gebet auch betet, möge Allah uns auf dieser Rechtleitung befestigen. Sie betet in der Nacht und sie fastet am Tag und sie spendet und sie tut und tut. Sie liest Koran, sie gedenkt Allahs, sie macht das Gute. Aber sie sagten weiter, وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا. Aber diese Frau, höre gut zu, O Diener Allahs, sie schadet ihren Nachbarn mit der Zunge. Sie lügt über sie, sie lästert über sie, sie sagt schlimme Sachen über ihre Nachbarn. Sie fragten den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, was ist mit ihr? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. So bekam er Offenbarung von Allah, dem Allmächtigen. Qala la khayra fiha hiya min ahli an-nar. Es gibt nichts Gutes an dieser Frau. Sie gehört zu den Leuten des Höllenfeuers. Und ich möchte dir von Herz zu Herz etwas sagen. Wenn wir diese Überlieferung betrachten, diese Frau hat Taten gemacht, die wir vielleicht alle nicht machen. Und trotz dieser vielen guten Taten, die sie gemacht hat, wird sie walayyadu billah in das Höllenfeuer hereingehen. Warum? Weil diese Taten haben sie nicht geändert. Gebetet, gefastet, aber Riba, Namima, Lästern, Lügen, Betrügen, all das ist leider bei vielen der Muslime vorhanden. Obwohl sie beten, obwohl sie fasten. Aber was haben sie falsch gemacht? Dieses Gebet hat sie nicht geändert. Dieses Fasten hat sie nicht geändert. Und überhaupt die ganzen Anbetungen gegenüber Allah Azza wa Jalla haben sie nicht geändert. Und er wurde gefragt, alayhi salatu wassalam, über eine Frau, die wenig Gutes tut und sie nicht viel betet und nicht viel fastet, aber diese Frau, sie schadet ihren Nachbarn nicht mit ihrer Zunge, so sagte er sallallahu alaihi wasallam, hier min ahli al-jannah, diese gehört zu dem Paradiesbewohner. Was bringen dir die gesamten Taten, wenn du Yawm al-Qiyamah alles verlieren wirst? Alhamdulillah, dass unsere Geschwister beten und fasten und auch versuchen, das Gute zu tun. Allahumma thabbitna ala din al-haqq. Aber von der anderen Seite, das ist so, O Diener Allahs, als ob du einen Eimer mit Wasser trägst. Und dieses Wasser sind die guten Taten. Aber unten am Eimer ist ein Loch. Das heißt, die guten Taten, die du machst, fließen unten wieder heraus. Durch deinen schlechten Charakter und dadurch, dass du nicht das Gute tust und dich nicht änderst in deinem Wesen. Und eine der gefährlichsten Überlieferungen, die ich kenne,
ist die Überlieferung, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sahaba radiyallahu anhum gefragt hat, atadruna man al-muflis, wisst ihr, wer der Pleite gegangen ist, der Mittellose? Qalu al-muflis fina ya Rasulallah man la dirham lahu wa la mata. Sie sagten, der Pleite gegangene, der Mittellose ist derjenige, der nichts besitzt, weder an Geld noch an anderen Mitteln. Er besitzt nichts. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen jetzt erklärt, wer der Pleite gegangen ist. Und wir wissen, ein Pleite gegangen hat ursprünglich etwas besessen, aber danach hat er alles verloren. So sagt der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-Muflisu min Ummati, man yati yawm al-qiyama bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi, fayati wa qad shatama hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Er sagte, der Pleite gegangen, der Mittellose ist derjenige, der Yawmul Qiyama kommt, mit Gebet, mit Fasten und mit der Zakat. All diese Taten hat er ausgeführt mit Ikhlas, sie wurden belohnt, Hasanat bekommen. Ansonsten hätte er keine Hasanat bekommen. Aber er kommt und den hat er beleidigt. Es gibt Leute, jeden zweiten beleidigen sie auf der Straße. Den hat er beleidigt. Und den hat er sein Geld geklaut. Ja, Allah, wie viele unter den Geschwistern klauen den anderen Geschwistern das Geld? Wie viele machen Schulden bei Geschwistern und beabsichtigen von vornherein, das Geld nicht zurückzubezahlen? Diese gehören dazu. Sie klauen den anderen das Geld. Und diese Leute haben Blut vergossen. Schlägereien, Blut vergossen, zu Unrecht. Und sie, diese Leute, haben auch andere geschlagen. Was passiert mit ihnen? Nachdem sie mit Bergen an guten Hasanat, an guten Taten gekommen sind, zu Allah Azza wa Jalla, und diese angenommen wurden, sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dann muss er den Hasanat abgeben, den er Unrecht angetan hat. Über den hat er gelogen, dieser kriegt von ihm zum Beispiel 10.000 Hasanat. Den hat er sein Geld genommen, so kriegt dieser, der ungerecht behandelt wurde von ihm, 20.000 Hasanat. Den hat er geschlagen, sein Blut vergossen, dieser kriegt 100.000 Hasanat. Er sagte, فَيُعْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ. Dieser kriegt seine guten Taten und dieser seine guten Taten. Und noch schlimmer, وَأَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ. Er aber selber, wenn er keine Hasanat mehr besitzt, dieser Diener, dann kriegt er die Sünden von denjenigen, den er Unrecht angetan hat. Allahu Akbar. Schaut mal, subhanallah, dein Gebet, was du mit Ikhlas gebetet hast, dein Fasten, deine Spende, die du im Geheimen gegeben hast, diese Taten schenkst du wen? Denjenigen, den du Unrecht angetan hast. Und der, den du diese Taten geschenkt hast, der hat Zina gemacht, der hat Alkohol getrunken, du kriegst im Gegenzug von ihm die Sinne. Er kriegt dein Gebet, du kriegst seine Sinne. Er kriegt deine Spende, du kriegst seine Drogen, die er genommen hat. Das wird Yawmul Qiyama passieren. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Ende von diesem Hadith? فَيُعْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ أَخَذَ مِنْ خَطَيَاهُ. Wenn seine Hasanat alle weggegeben wurden an den Leuten, denen er Unrecht angetan hat, so werden ihm die Sünden der anderen gegeben. فَطُرِحَ عَلَيْهِ فَطُرِحَ فِي النَّارِ. So werden diese Sünden auf seinen Rücken gelegt und dann anschließend wird er in das Höllenfeuer hereingeworfen. Allahumma sallim sallim ya Rabbil Alamin. Ein Verlierer. Wallahi al-Azim, ein Verlierer. Was haben ihn seine äußerlichen Taten genützt? Was haben ihn seine Taten gebracht? Wenn wir sehen, er hat gebetet, er hat gefastet und er hat auch die Zakat gegeben, aber von der anderen Seite hat er Unrecht gemacht. Er hat Leute betrogen. Er hat Leute beleidigt. Er hat über Leute gelästert. Und so gibt er seine Hasanat allesamt. Und zum Schluss wird er in das Höllenfeuer hereingeworfen. Das heißt, wenn wir nochmal diesen Hadith studieren, mit welchen Körpergliedern hat er diese Sünden gemacht? Mit seiner Zunge und mit seiner Hand. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Muslim man salim al-Nasu min yadihi wa lisan. Der wahre Muslim, der wahre Gläubige, ist derjenige, vor dem die Menschen vor seiner Hand und vor seiner Zunge sicher sind. Das ist der wahre Muslim.
Hast du diese Überlieferung verstanden, Mudin Abbas? Wallahi, es geht gar nicht darum, so viele Taten zu machen. Aber die Taten, die du machst, sie sollen richtig sein und sie sollen dich beeinflussen. Sie sollen richtig sein und sie sollen dich beeinflussen. Lasst uns hören, wie diese Taten uns beeinflussen sollen. Wir sind alle im gesegneten Monat Ramadan. Möge Allah Azzawajal diesen Monat von uns annehmen. Hört zu, Mudin Abbas. Dieser Monat hat nur einen Zweck. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Dieser Monat Ramadan, dieses Fasten ist nur für einen Zweck. Allah Azza wa Jalla sagt, vorgeschrieben, zur Pflicht gemacht wurde euch das Fasten, o ihr Gläubigen, so wie es denjenigen, die vor euch waren, zur Pflicht gemacht wurde. Jetzt kommt die Antwort, damit ihr, Hunger? Nein, damit ihr gottesfürchtig werdet. Und wenn du nicht gottesfürchtig wirst in diesem Monat, dann hast du nichts von dieser großartigen Gnade bekommen. Das heißt, dass du zum Schluss als Gottesfürchtiger aus diesem Monat herausgehen sollst. Du hast nicht das Ziel erreicht. Du hast gefastet. Aber du wurdest nicht belohnt von Allah Azza wa Jal. رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعِ. Ein Fastender wird von seinem Fasten nur eins haben, dass er gehungert hat. Er hat gefastet, aber Allah wird ihm keinen Lohn schreiben. وَرُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرِ. Und ein anderer, der in der Nacht gebetet hat, jede Nacht das Tarawih-Gebet, so wird er nichts von diesem Gebet haben, außer dass er gestanden hat. Allah wird ihn nicht belohnen. Schade, ja. Wallahi al-Azim, schade, weil wir nicht gottesfürchtig gewesen sind. Allah möchte, dass wir durch dieses Fasten Gottesfurcht erreichen. Was heißt Gottesfurcht? Und wenn wir uns einen Tag von einem Muslim betrachten im Ramadan, so ist er gänzlich anders als in anderen Tagen. Man schläft nicht lange. Man steht auf und dann geht man nach der Arbeit, nach seiner Beschäftigung in die Moschee. Man liest Koran, man gedenkt Allah subhanahu wa ta'ala, versucht ein paar freiwillige Gebete zu machen. Und dann zum Iftar bereitet man sich langsam vor, dass man etwas isst. Dass man etwas isst, liebe Geschwister, um danach das Gebet in der Nacht mit den Geschwistern zu machen. Dann in der Nacht steht man auf und nimmt eine Mahlzeit zu sich, Suhoor. Warum? Damit man am nächsten Tag wieder fasten kann. Das ist Al-Ubudiyya, das ist ein Leben für Allah. Das ist ein Leben für Allah. Und daher soll dieser Monat dich ändern. Soll etwas anderes bei dir bewirken, dass du ein besserer Mensch wirst. Und wehe dir, dass du dir vornimmst, nach dem Ramadan sofort zur Sünde zurückzukehren, zu deiner Freundin zurückzukehren oder zu den üblen Sünden, die du sonst immer machst. So hast du nichts von diesem Monat Ramadan gehabt und Allah Azza wa Jalla wird es dir nicht gut rechnen. Das ist Ramadan, das soll er bei uns bewirken. Und dieser Monat ist deswegen so besonders, weil wir nicht mit dem Essen und dem Trinken und den Shahawat, den Begierden beschäftigt sind. Schaut mal, wie viel Zeit wir haben, wenn wir nicht mit diesen Sachen jedes Mal beschäftigt sind. Manche Leute sind nur mit Essen beschäftigt, nur mit Trinken beschäftigt, nur mit den Shahawat beschäftigt. So vergessen sie Allah Azza wa Jalla. Aber weil wir hier unsere Gelüste zurückhalten, selbst Dinge, die normalerweise erlaubt sind für uns, so haben wir ein weicheres Herz und eine bessere Beziehung zu Allah Azza wa Jalla. Das weniger Essen bessert deine Beziehung zu Allah. Denn das weniger Essen, o Diener Allahs, gibt dem Shaitan weniger Chancen, dich zu beeinflussen. Allahu Akbar. Und wir haben leider nicht die Zeit, diese Thematik zu erklären. Aber ich sage es dir nochmal, je weniger du isst, umso weniger hat der Shaitan die Möglichkeit, dich in die Irre zu führen. Das heißt nicht, dass du nicht essen darfst und bis zum Sättigungspunkt essen darfst. Aber wenn du nur mit Essen beschäftigt bist, so wisse, dieser Shaitan wird dich in die Irre führen. Und auch das Gebet. Wir beten sehr viel in diesem Monat. Frage, was hat das Gebet an uns geändert? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa aqimis salah. So verrichte das Gebet. Das ist ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. 86 Mal sagt Allah azza wa jal uns im Koran, dass wir beten sollen. Und so viele Muslime beten. Wenn du sie fragst, was ist los, ja, okay. Er kommt mit Ausreden und will dich zufriedenstellen. Aber selbst wenn er dich zufriedenstellt, so ist Allah unzufrieden mit ihm. Und wirst du ihn abrechnen? Wirst du über ihn urteilen? Nein, das wird Allah. Also er soll Allah zufriedenstellen. Und er wird Allah nur zufriedenstellen, wenn er auch das Gebet verrichtet. Allahumma ja'alna min al-qa'imin ya rabbal alamin. Höre, O Diener Allahs, wa aqimus salat.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع. الله سبحانه وتعالى sagt in dieser eben Ayah, verrichte das Gebet. Denn das Gebet hält dich ab vom Schändlichen und Abscheulichen. Wirkung vom Gebet. Änderung durch das Gebet. Vom was? Vom Schändlichen und Abscheulichen. Bedeutet, von der Sinna und die großen üblen Sünden. Allah hält dich ab von diesen Sünden, wenn du richtig betest. Wenn du richtig betest, meine ich nicht ein Gebet, was 2 Sekunden dauert. Du willst es einfach nur hinter dir bringen. Ein Gebet, wo du konzentriert bist. Ein Gebet, wo du dich Allah Azza wa Jal damit nähern möchtest und nicht es einfach nur hinter dir bringen möchtest. Dieses Gebet wird dich abhalten vom Schändlichen und Abscheulichen. Und frage dich, O Diener Allahs, du selbst. Im Monat Ramadan, subhanallah, haben wir ein Problem. Wir essen zwar nicht am Tag und trinken nicht, aber irgendwo essen wir doch was, das Fleisch von unseren Geschwistern. Wie? Wenn du lästerst, wenn du über Leute Schlechtes redest, hat Allah Azza wa Jal das so genannt, verglichen, als ob du das Fleisch deines toten Bruders isst. Wir essen zwar am Tage nicht, aber wir essen das Fleisch unserer Geschwister. Wir haben zwar keinen Geschlechtsverkehr am Tag, weil das verboten ist in dieser Zeit, aber wenn wir eine schöne Frau draußen sehen, dann malen wir uns 1000 Bilder aus, wie man dieses oder jenes vielleicht verwirklichen könnte. Ist das Fasten? Ist das Fasten, frage ich euch, Odin Ahmad? Nein. Deswegen müssen wir eins lernen. Diese Ibadah soll uns bewirken. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet hält ab vom Schändlichen und Abscheulichen. Es kann niemals sein, dass du richtig betest und große Sünden weiter und weiter machst, denn du wirst dich viel zu sehr vor Allah verschämen. Viel zu sehr. Daher, was hat das Gebet bei dir geändert? Frage dich selber, wenn ich das Gebet verrichte, habe ich die ganze Zeit nur Gedanken von Sinne? Wenn ich das Gebet verrichte, habe ich den Antrieb, das Interesse, üble, große Sünden zu machen? Wenn ja, dann hat das Gebet dich nicht bewirkt. Und das hat nichts damit zu tun, dass Allah, Hasha, nicht die Wahrheit gesprochen hat, sondern vielmehr liegt es an mir und an dir, dass wir das Gebet nicht richtig verrichten. Das sind Taten, die uns ändern sollen. Taten, die uns bessern sollen, liebe Geschwister. Ein Bruder erzählte mir, er war mit einer Deutschen verheiratet. Und eines Tages hatten sie einen Streit gehabt. Diese Deutsche war keine Muslim. Sie waren im Streit. Und er ist sehr zornig aus der Wohnung rausgegangen zum Gebet. Und als er zurückkam, hat er mit ihr weitergestritten. Da sagte diese deutsche Frau zu ihm, die keine Muslime war und nicht den Islam kannte. Sie sagte zu ihm, ich dachte, das Gebet ändert euch. Ich dachte, das Gebet ändert euch. Subhanallah. Das Gebet soll uns ändern. Es soll uns weicher machen. Es soll uns barmherziger machen. Es soll uns zu Menschen machen, die Allah Azza wa Jalla liebt. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Aber es ist nicht nur, liebe Geschwister, das Fasten und auch das Gebet, was uns ändern sollte, sondern auch die Zakat, wenn wir die Zakat entrichten. Und ein jeder Muslim, der Vermögen besitzt, ca. 2500 Euro, und dieses hat ein Jahr gelegen, so ist es seine Pflicht, ganz gleich, ob er jung oder alt ist, dass er diese Zakat entrichtet. Dass er diese Zakat entrichtet. Das ist die Pflicht von einem jeden, liebe Geschwister. Subhanallah, was ist der Nutzen von der Zakat? Wie soll uns die Zakat ändern? Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Nimm von ihnen eine Sadaqa, bedeutet das Almosen, bedeutet hier die Zakat. Warum? Damit du sie reinigst und sie läuterst. Reinigung der Seele. Vor was? Vor Schuh, Gier und vor Buchel, Geiz. Allah reinigt dich damit. Und nicht nur dich, auch den, der die Zakat von dir bekommt, dass er dich nicht beneidet und dich nicht anfeindet. Allahu Akbar.
die Religion des Islam, liebe Geschwister. Frage, bist du unter den Geizigen? Das ist keine Eigenschaft von den Muslimen. Ein Muslim ist Karim, er gibt gerne. Und ein Muslim denkt nicht nur an sich, sondern er denkt auch an seine Geschwister. Und überall auf der gesamten Welt bluten unsere Geschwister. Allahumma farrij an ikhwanina ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Denk nicht nur an dich, o Din Allahs. Und wenn du mehr geben kannst, gib mehr. Denn deine Geschwister, die vielleicht irgendwo auf diesem Fleck in dieser Welt wohnen, die bekommen eine Speise, sie wissen nicht von wem, aber sie heben ihre Hände und sagen, ja Allah, gib ihm Gutes, wie er mir Gutes gegeben hat. Was denkst du, was Allah Azza wa Jalla mit dir machen wird? Er wird dir noch mehr Gutes geben. Irgendwo macht jemand Dua für dich, ein Bittgebet für dich. Ist das nicht etwas, was du begehrst? Khuf min amwalihim sadaqa. Nimm von ihnen eine Sadaqa, ein Almosen, die Zakah, ya Rasulallah. Warum? Damit du sie reinigst. Sie sollen gereinigt werden. Selbst wenn wir zur Hajj pilgern, liebe Geschwister, schaut mal, subhanallah, wir gehen zum Hajj, wir sehen dort Schlägereien, wir sehen dort üble Wörter, mit denen die Leute sich beschimpfen. Wir sehen bei der Hajj Hass und Feindschaft. Und die Hajj hat genau ein anderes Urteil und ein anderes Ziel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, al-hajju ashhurun ma'lumat. Der Hajj hat bekannte Monate. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Und derjenige, der dann beabsichtigt, die Hajj zu verrichten, so darf er dort keinen Geschlechtsverkehr ausüben, für eine bestimmte Zeit. Und dieser darf dort nicht üble, offenkundige Sünden machen. Und dieser darf keine unnötigen Diskussionen führen. Alles Dinge, die dich bewirken. Die Hajj bewirkt dich, die Hajj beeinflusst dich zu einem besseren Menschen. Wallahi, wenn diese Eier nicht wäre, was wäre los bei der Hajj? 4 Millionen Leute, verschiedene Nationalitäten, verschiedene Kulturkreise, Leute, die sich manchmal riechen und nicht riechen können. Was denkt ihr, wenn diese Eier nicht wäre? Es würde Mord und Totschlag geben. Und trotzdem ist das Übel noch viel kleiner, als was man vielleicht sogar denken würde. Alhamdulillah. Deswegen, ja, Ikhwan, wir sollen beeinflusst werden durch die Eier. Wenn wir gebetet haben, gehen wir raus und sind zufrieden. Alhamdulillah. Was auch immer uns trifft, Alhamdulillah, ist es von Allah. Also, denn morgen kriegen wir etwas Besseres. Wallahi, wisse, was auch immer Allah dir nehmen wird in dieser Dunya, so wirst du Besseres bekommen dafür, Yawm al-Qiyamah. So wirst du Besseres bekommen. Bist du nicht überzeugt, o Din Allah? Aber wenn Allah deine Religion nimmt, so wirst du ein Verlierer sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Und wer dann seine Religion verlässt und als Kafir stirbt, so werden alle seine Taten in der Dunya gelöscht und auch in der Erde. Und er wird zu den Höllenbewohnern gehören, auf ewig darin zu bleiben. Alles kann Allah dir ersetzen, aber wenn du deine Religion verlierst, so bist du ein Verlierer in der Dunya und in der Erde. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns an unserer Religion festhalten lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht vom geraden Weg abirren lassen. Möge Allah uns die Tage Kraft und Eifer geben, dass wir sie auf beste Art und Weise verbringen. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.